Mantel mitnehmen? Nee, bin doch nicht so verfroren wie du. Aber in den Nachrichten haben sie eben gesagt, dass in Versailles doch Schnee liegt. Mach doch, Michel. Wir werden schon die Ohren nicht abfrieren. Salut! Nimm die Beine weg, sonst fahre ich sie dir ab. Was hat hier noch gefehlt? Da hat sich schon wieder so ein Knallkopf hingestellt. Den nehme ich mir mal zur Brust. Hoffentlich hat er wenigstens die Tür auf. Nee, auf dieser Seite ist zu. Sieh mal drüben nach. So ein Pfeifmeini, dem schlage ich die Fenster ein. Handbremse hat er auch angezogen. Den kriegen wir nie weg. Guten Morgen. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wem der Wagen da gehört? Keine Ahnung, aber mir ist aufgefallen, dass der gestern schon geparkt ist. Gestern? Sonntag? Na eben, das ist mir ja aufgefallen. Mein Freund, deine Hilfe. Ah ja. Behindern Sie nicht den Verkehr und machen Sie bitte die Ausfahrt frei. Einmal dürfen Sie raten, warum wir hier haben stehen. Haben Sie nicht gehört, der Wagen soll weg. Wer von Ihnen ist der Fahrzeughalter? Sie werden es nicht glauben, aber der ist anscheinend in Gulli gefallen. Ja, da müssen wir den Wagen eben abschleppen lassen. Tja, und wie? Der Witzbold hat die Handbremse angezogen. Erstmal stellen wir fest, wer der Fahrzeughalter ist und dann wird er weggebracht. Vielleicht hat ihn jemand geklaut, um eine Spritztour zu machen. Ja, am Wochenende. 516 JA76. Den hat zwar niemand gestohlen, aber gesucht wird er. Was gesucht? Warum denn? Das ist Dienstgeheimnis. Hallo! Sehen Sie? Ja, gewiss. Ich bin ja nicht blind. Was habt ihr eigentlich gegen den Wagen? Zuerst haben wir gedacht, es ist nichts Besonderes. Immerhin, er steht in der Fahndungsliste. Und da haben wir ihn uns natürlich mal genauer angeguckt. Kann ich jetzt rauskommen? Ich kann kaum noch liegen. Bin schon ganz steif. Ja, natürlich. Kommen Sie raus. Sie waren eine herrliche Leiche. Dankeschön. Ja, und im Kofferraum haben wir einen blutigen Lappen gefunden. Ich meine, es muss nichts bedeuten, aber wir haben ihn ins Labor gebracht. Ja, und das Ergebnis? Es ist Menschenblut. Gruppe A, positiv. Ich meine... Ja, Sie meinen, es hat nichts zu bedeuten, aber es ist schon besser, dass Sie mich angerufen haben. Da ist noch etwas. Was denn nun noch? Ein Büschel Haare. Haare wo? Da im Kofferraum, auf der Matte, blutig verklebt. Wir sind natürlich auch im Labor. Ja, natürlich, aber... Ja, natürlich, aber ohne Ergebnis, ich weiß. So, Kaffeecreme. Creme? Ich weiß, du hast ein gutes Herz, also bitte gib mir ein Gläschen, ein kleines Gläschen. Was schießen Sie schon los? Ich komme Ihnen gerade von der KTU. Wir haben mein Auto sichergestellt und jetzt spielen Sie verrückt. Der Fahrer ist weg und hinten im Kofferraum Blut und Haare. In einem so schönen Morgen von Geld reden. Du wolltest doch meine Geschichte hören, also gib mir ein Schlückchen. Ich will nicht deine Geschichte, ich will Geld. Ein Glas Roten für Monsieur. Monsieur? Für Monsieur, ja. Oh, das muss ich direkt aufschreiben. Monsieur Bernard hat Herz und ein gütiges sogar. Vielen Dank, Monsieur. Da muss erst ein Fremder kommen. Die haben mich den ganzen Tag ausgequetscht wie eine Zitrone, den ganzen lieben Tag. Kann die Bullen nicht leiden. Können Sie das verstehen? Und ob ich das verstehe? Mhm. Es gibt Menschen, Unmenschen und Polypen. Wenn ich an die nur denke, mir schlecht. Bitte nehmen Sie Ihre Hände von meinen Knöpfen. Also, nochmal von vorn. Ihr habt Blut und Haare im Kofferraum gefunden. Aber wie seid ihr auf den Wagen gekommen? Während Sie ihr Frühstück. Meine Frau ist verreist, das wissen Sie ganz genau. Was kann ich dazu, dass die Polizeikantine so schlecht ist? Und so teuer. Also zur Sache, während Sie ihr Frühstück, haben unsere fleißigen Kollegen den Wagen zur Präfektur abgeschleppt. Und warum? Er hat über das Wochenende von der Ausfahrt geparkt. Und das fanden Sie verdächtig? Nein, das weiß ich nicht allein. Aber der gleiche Wagen wurde am Sonnabend aufgeschrieben, als auf der Nationalstraße 5 eine Polizeisperre überfuhr. Na, wenn der Fahrer in seinem Kofferraum eine Leiche spazieren fuhr, da kann ich mir schon denken, dass er keine Lust hatte anzuhalten. Haben Sie sich auf der Präfektur erkundigt, wem er gehört? Das war nicht nötig. Die Zulassung war im Handschuhfach. Natürlich. Ja. Bitte? Buffet Charles, Holzkaufmann. Und deswegen kann ich die Polypen nicht leiden. Haben Sie mir überhaupt zugehört? Aber natürlich. Ich habe Ihnen doch vorhin schon gesagt, mir geht es ganz genauso. Ja, und wie gut, dass ich die Kerle 10 Meter gegen den Wind riechen kann. Meine Nase ist mein Kompass. Ah, ich bin sein Kenner. Schicken Sie noch mal nach. Ich rufe die Pflicht. Wiedersehen, Herr Kommissar. Kommissar?
Sperma. Monsieur Buffet kommt bestimmt gleich zu. Ja, danke. Sie kommen doch sicher wegen des Unfalls. Was für ein Unfall? Wieso kommen Sie nicht deswegen? Keine Ahnung. Ach so, ich dachte. Es war nämlich schon Polizei aus der Kreisstadt da. Wieso, was ist denn passiert? Na, ein Kollege von uns ist von einem Auto überfahren worden am 30. Januar. Genau vor 3 Wochen haben wir ihn beerdigt. Das Schwein, das ihn überfahren hat, läuft immer noch frei rum. Da ist das Büro. Gut, danke. Hallo, Berton sagt hier, er soll die Rampe freimachen. Da sind 2 Buchen über den Weg gestürzt. Das war der Sturm, sondern Nacht. War sonst noch was? Polizei ist da. Polizei? Ja, ein Zivil. Er wartet im Büro auf Sie. Ach. Er kommt aus Paris. So? Monsieur Buffet. Und dann war auch der Landgendarm noch hier. Was wollten der? Er hat sich nach Ihrer Frau erkundigt, aber der kommt später nochmal vorbei. Guten Tag, Monsieur Buffet. Allerdings. Kommissar Bernard, Kriminalpolizei. Ich habe da ein paar Fragen. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Möchten Sie auch einen? Nein, danke, noch nicht. Ich muss leider. Malaria, verstehen Sie? Das ist Medizin. Ja, also, was kann ich für Sie tun? Monsieur Buffet, ich möchte wissen, wo Sie am Sonnabendnachmittag gegen 17 Uhr waren. Vorgestern, meinen Sie? Ja. Da war ich in Le Havre beim Zoll. Hatte da was abzuholen. Beim Zoll? Und gleichzeitig haben Sie in Paris, 300 Kilometer von dort entfernt, eine Polizeisperre überfahren. Was habe ich? Was haben Sie für einen Wagen? Land Rover. Er steht draußen. Wollen Sie ihn mal sehen? Ich bitte sogar darum. Na, wo ist er denn? Ach, da. Ja, das ist der Land Rover. Aber Sie haben da noch einen Simca, nicht? Ja, aber den fährt meine Frau und dass die eine Polizeisperre überfahren haben sollte. Vielleicht ist dir der Wagen gestohlen worden. Oh. Naja, nur sie war in der Schweiz und hatte mir von Paris aus telegrafiert. Sie hatte eine Panne. Entschuldigung. Ist das der Wagen nach Rouen? Demnach hat also Ihre Frau den Wagen vorgestern tatsächlich gefahren? Ja, ich verstehe das alles nicht. Wann wollte Ihre Frau wieder hier sein? Eigentlich gestern Abend. Was heißt eigentlich? Sie hatte mir telegrafiert, dass sie den Wagen in Paris lassen wollte und ich sollte sie vom Zug abholen. Und? Sie war nicht im Zug. Was? Sie war nicht im Zug? Vielleicht hatte sie den Zug versäumt und kommt heute mit dem Auto. Haben Sie Bekannte in Paris? Meine Tochter lebt da. Vielleicht ist Ihre Frau da. Vielleicht. Ich kann ihr mal anrufen. Hallo, Vermittlung, bitte geben Sie mir Kellermann 4041. Haben Sie das Telegramm noch? Ja, ich glaube schon. Ja, ich warte. Danke. Hör mal, ich bin's. Hör mal, Kind, ist Edith bei dir? So, sie war nicht da. Nein, sie ist noch nicht zurück. Ach nee, nichts weiter, nichts. Ich erkläre dir es später, ich rufe dich wieder an. Nun? Nichts. Vielleicht ist sie woanders und wartet, bis der Wagen wieder repariert ist. Das würde mich aber sehr wundern. Wieso? Wenn man einen Wagen reparieren lässt, dann bringt man ihn in eine Werkstatt und stellt ihn nicht auf die Straße. Nein. Guten Tag, Monsieur Buffet. Guten Tag. Darf ich Sie einen Augenblick sprechen? Es ist privat. Entschuldigen Sie bitte. Also, was gibt's denn? Es handelt sich um Madame Edith Buffet, Ihre Gattin.
Ist dir was passiert? Das Pariser Hotel, wo Ihre Frau abgestiegen ist, hat uns benachrichtigt. Sie hat sich vorgestern, also Sonnabend, ein Zimmer genommen, hat ihr Gepäck abgestellt und seitdem ist sie nicht wieder aufgetaucht. Hier ist Zimmer 7. Ja, das sehe ich. Meinst du, ich bin blind? Hier hat sie gewohnt. Dass sie hier gewohnt hat, weiß ich auch. Aber ich will wissen, was du noch weißt. Komm, spuck aus. Du weißt doch genau, wo es lang geht. Diskretion. Sie verstehen, ich setze nicht gern meinen guten Ruf aufs Spiel. Ich verstehe. Aber wir treiben hier kein Gesellschaftsspiel. Wenn du nicht sofort zu singen anfängst, muss ich mir dein Geschäft ein bisschen genauer angucken. Wie das ausgeht, kannst du dir ja denken, nicht? Kuppelei wird anders bestraft als falsches Parken. Also, was weißt du über die Dame, die dieses Zimmer hatte? Tja, was soll ich sagen? Ein Gast wie jeder andere. Charmant. Ja, sehr charmant. Charmant, charmant. Fängst du schon wieder an? Dann lassen Sie doch mal, Gianno. Ach, wissen Sie, ich kann Sie ganz gut verstehen. Man weiß ja nie, was passiert, wenn man Informationen an die Polizei weitergibt. Doch, doch, ich verstehe das. Wer will schon Unannehmlichkeiten und das alles dann vielleicht nur wegen einer Lappalie? Ihren Standpunkt in Ehren, aber Sie müssen uns auch verstehen. Wir suchen keinen Parksünder. Hier geht es um Mord. Vermutlich um Mord. Ob vermutlich oder nicht vermutlich, mit Mord will ich nichts zu tun haben. Das glauben wir Ihnen. Also helfen Sie uns. Wann ist Madame Buffet hier angekommen? Am Sonnabendabend. Moment mal, ich glaube, es war 19 Uhr. Ja, um diese Zeit ungefähr. War sie allein? Mit dem rede ich doch gar nicht. Ja, sie war allein. Aber sie hat sich nicht lange aufgehalten. Nach einer Stunde ist sie schon wieder weggegangen. Sonst noch was aufgefallen? Ja, da hat ein Kerl nachmittags ein paar Mal angerufen. Hat sich erkundigt, ob Madame schon eingetroffen wäre. Sein Name? Er hat sich mir nicht vorgestellt. Wirklich nicht. Aber da fällt mir ein, ich habe für Madame eine Telefonverbindung herstellen müssen. Die Nummer, ja, warten Sie mal, Moment, das ist mir im Fall. Ja, richtig. Odeon 9000. Das ist in der Tat mehr, als wir erwarten konnten. Gehen wir. Erlauben Sie, Chef. Kann ich jetzt gehen? Du redest zwar nicht mit mir, aber du kannst jetzt gehen. Ja, wie das Leben so spielt, Chef. Da hat mir doch ein gütiges Schicksal diesen Brief aus dem Koffer in die Finger gespielt. Spiel nicht verrückt. Ich werde dir alles erklären, wenn du wiederkommst. Bis Sonnabend, Roland. Und diese 13 Zeilen waren an Madame Buffet gerichtet. Basel, Schweiz, Postlager. Tja. Nun müssen wir bloß noch rauskriegen, wer dieser Roland ist. Roland César, Rue de Juliette 7, Paris. Und Sie werden feststellen, wer dieser große Unbekannte ist. Da wem die Nummer Odeon 9000 gehört. So, jetzt will ich Monsieur Buffet nicht länger warten lassen. Ah, Monsieur Buffet, entschuldigen Sie, wir haben Sie warten lassen. Kennen Sie einen Roland César? Roland César? Nein, nie gehört. Das dachte ich mir. Und noch etwas interessiert mich. Fährt Ihre Frau eigentlich regelmäßig in die Schweiz? Das heißt regelmäßig, wie man es nimmt. Sie fährt etwa alle 8 Wochen für 8 Tage in die Schweiz zu ihrem Vater nach Basel. Er ist sehr krank und sie hängt sehr an ihm. Und fahren Sie manchmal mit? Nein, nie. Geschäfte, verstehen Sie, ich habe keine Zeit. Herr Kommissar, ich kann es einfach nicht glauben, dass ich jemanden umgebracht haben soll. Ja, im Augenblick beschuldigt sich auch noch niemand, jemanden umgebracht zu haben. Alles, was man mit Sicherheit weiß, ist, dass sie eine Polizeisperre überfahren hat, wahrscheinlich eine Leiche im Kofferraum transportierte und zweifellos Fahrerflucht beging.
Wir halten Sie auf dem Laufenden. Sie bleiben doch noch in Paris? Nein, das ist leider unmöglich. Ich habe morgen Holzauktion. Schließlich, die Konkurrenz schläft nicht und Geschäft ist Geschäft. Danke Ihnen, Herr Kommissar. Keine Ursache. Geschäft ist Geschäft. Chef, die Sache fängt an, mich zu interessieren. Ich habe ein Bild von ihr gefunden, in ihrem Koffer. Ist sie so hübsch? Ja, das auch. Aber ich fürchte, sie ist tot. Wieso? Aber Chef, eine Frau, hübsch, kommt nach Paris, geht in ein Hotel, hat einen Koffer, lässt den Koffer stehen, lässt ihren Reisepass zurück und ihr Schminktäschchen. Und da glauben Sie noch, unsere Freundin macht einen kleinen Ausflug von 2 bis 3 Tagen und kommt wieder zurück. Ach, entschuldigen Sie bitte, da fällt mir ein. Als die Dame das Hotel verließ, hatte sie einen kleinen Koffer bei sich. Nun verstehe ich überhaupt nichts mehr. Aber Sie hatten doch versprochen, dass der Fall Sie interessiert. Lassen Sie Kopien von dem Foto machen und schicken Sie es zusammen mit der Personalbeschreibung raus. Die Personalbeschreibung ist schon raus. Dann schicken Sie das Bild hinterher. Ja? Ein Inspektor Janot? Ja? Ein Namen, den ich mir nicht merken werde. Hallo? Ah, Sie haben meine Odeon-Telefonnummer. Mhm. Ja, ich höre. Kaminski. Interessant. In einer Bar. Aha. Und in welchem Bezirk? Danke. Ich hab's. Ich weiß jetzt, wen Sie angerufen hat. Meine Odeon-Telefonnummer. Einen gewissen Lucien Kaminski. Das hilft mir enorm weiter. Bringen Sie das ins Labor. Was? Zum Vergleich. Ganz wie Sie meinen. Meinen Schlüssel, bitte. Madame? Herr Portier, haben Sie nicht gehört? Meinen Schlüssel, bitte. Oder soll ich ihn mir selbst holen? Aber selbstverständlich, Madame. Ihren Schlüssel, natürlich. Welche Nummer hatten wir doch gleich? 17. 17. Dankeschön. Bitte sehr, Madame. Es war mir ein Vergnügen. Guten Morgen, Perrault. Guten Morgen, Roger. Morgen, Mademoiselle Dodo. Komm nicht zu früh, ich hoffe, ich störe nicht. Psst, Ehrenwort. Ist er schon auf? Ach, sogar schon beim Training. Und hat nicht auf mich gewartet? Naja, dann gehe ich jetzt zum Friseur und hole ihn später von der Rennbahn ab. Ciao. Ciao. Du, wenn die mein Chef wäre, bei der würde ich gern mal in die Lehre gehen. Ach, mir genießt sie schon im Fernsehen. Mit ihrem Schaum, Schaum wie Daunenflaum. Meine Seife schäumt am besten bis zu allerletzten Resten. Ja, das sagt sie immer in der Wademanne. Ja, und vor lauter Schaum sieht man von ihr fast nichts. Das ist doch der Ärger. Nicht scharf zu fressen. Ist da jemand? Augenblick. Morgen, die Herren. Monsieur? Monsieur César? Oh nein, ich bin nur der Mechaniker. Ach, und Monsieur César ist nicht da? Nein, er trainiert immer um diese Zeit. Trainiert? Was trainiert er denn? Na, für den großen Preis. Monsieur César wird es dieses Mal schaffen mit seiner neuen Campini 250. Motocross, wussten Sie das nicht? Nein, er ist also Rennfahrer. Was heißt Rennfahrer? Er ist ein Ass. Da, seine Preise. Ein Betrieb heute Morgen. Monsieur? Guten Tag, ich möchte gerne einen Luftschlauch. Wie groß? 28 mal 1¾ Zoll. Sollen wir gleich haben. 28 mal 1¾ Zoll. Ja. Bitte, Monsieur. Ja, wie teuer ist er? 2,80. Wiedersehen, Monsieur. Wiederschauen. Das Kriterium 1969. Aha. Was bitte? Entschuldigen Sie. Sie sind wirklich dümmer, als die Polizei erlaubt. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Alle sein Geburtstag, hopp! Wo ist dann? Hopp! Weihnachten, hopp! Ich glaube, es ist besser, ihr geht jetzt. 12 Stunden Schlaf ist ein bisschen viel für euch, was? So schließlich mein Geburtstag heute. Aber Freundchen, das ist mein Laden. Habt ihr nicht gehört, Jungs? Er bettelt um Siege. Opa, echt ein Vortrag wie ein Bastard. Hast du auch noch Bier? Macht einen Abgang. Hoppla.
verstehe gar nicht, was der meint. Ah. Er hat kein Bier mehr. Er meint, er will uns keins mehr geben. Aber das wollen wir nicht. Ja. Ende der Vorstellung. Grünmann, er ist ein Wildschwein, er könnte euch volllaufen lassen. Ich bin jetzt wieder, du sitzt hier schlecht. Du liegst auch besser gleich daneben. Jetzt raus hier. So, los, hoppla. Raus mit euch, verschwindet. Lasst euch da nicht wieder sehen, verstanden ihr Freund? Komm, komm, schnell! Oh, oh, oh. So, los! Raus mit euch! Wie gesagt, geht gleich zum Wildschwein, der sammelt sowas wie euch! Einen herrlichen guten Morgen! Vielen Dank! Hier ist geschlossen, ich kann niemanden gebrauchen. Sind Sie sicher? Höchstens ein Glaser oder die Polizei. Ja, da kann ich Ihnen helfen. Soll das ein Witz sein? Ich bin von der Polizei, Inspektor Jeannot. Das ist die Vorhaben. Benno? Lieber eine Information, wenn ich wählen kann. Eigentlich verkaufe ich hier nur Getränke. Aber auch nur eigentlich. Manchmal auch andere Kleinigkeiten, nicht? Zur Sache. Sie sind Monsieur Kaminski? Ja, das lässt sich kaum wirken. Schauen Sie, wir haben uns auch bis jetzt ganz gut verstanden. Wenn Sie wollen, dass das so bleibt, dann lassen Sie das Katz und Maus spielen. Ihr Lebenslauf liest sich wie die Kriminalgeschichte der letzten 20 Jahre. Gibt es eigentlich ein Verbrechen, das Sie nicht ausprobiert haben? Wollen Sie mir wieder was anhängen? Damit ist Schluss jetzt, verstehen Sie? Umso besser. Ich sagte ja schon, wir verstehen uns. Kennen Sie diese Frau? Nein. Sind Sie sicher? Nie gesehen. Buffet. Edith Buffet. Sagt Ihnen das nichts? Hab den Namen nie gehört. Wie kommt es dann, dass sie Sie angerufen hat? Mich? Ja, Sie. Wie soll sie mich denn angerufen haben, wenn ich sie gar nicht kenne? Sie haben doch die Rufnummer Odeon 9000, oder? Ja, und? Das macht mir Ärger genug. Wenn einer die Zeitansage haben will und sich verwehrt, gerät er unfehlbar an mich. Es sollte mich wundern, dass Madame Sie angerufen hat, um die Zeit zu erfahren, Käse. Tja, aber... Sie leben allein? Na ja. Dann wollte sie bestimmt mit Ihnen sprechen. Aber ich sagte Ihnen doch schon, dass ich sie gar nicht kenne. Und ich sage Ihnen, dass sie Odeon 9000 verlangt hat. Der Portier hat die Nummer notiert, von dem Hotel aus, am Sonnabend, um 19.30 Uhr. Am Sonnabend? Ja, um 19:30, Senf. Am Sonnabend, warten Sie mal. Ja, da fällt mir ein. Ach, das ist es. Daran habe ich wirklich nicht gedacht. Ja, tatsächlich. Da hat mich eine Frau angerufen. Aber sie wollte ihren Namen nicht nennen. Was wollte sie denn? Sie wollte mich sehen. Warum? Ja, wenn ich das wüsste. Es sei sehr wichtig, meinte sie. Irgendetwas wollte sie mit mir besprechen, aber nicht am Telefon. Wir haben uns dann verabredet für Sonntagmittag. Wo? Bei mir. Aber sie ist natürlich nicht gekommen. Natürlich nicht. Nun versetz dich mal in meine Lage. Da kommt eine hübsche Frau aus der Schweiz mit einer Leiche im Kofferraum ihres Wagens. Was? Und das Erste, was sie tut, als sie in Paris ankommt, ist, dass sie einen Mann anruft, den sie überhaupt nicht kennt. Aber ich bin doch nicht verantwortlich für Leute, die mich zufällig anrufen. Vielleicht war die Dame einsam und wollte von mir getröstet werden. Sie als Seelentröster. So schauen Sie aus. Abzudrängen, da passiert was. So ein linker Trick, ich lass dich das nächste Mal absteigen, verstanden? Nimm doch das Maul nicht so voll, du bist ja zum Abschmieren zu blöd. Junge, du musst trainieren, was kann ich dafür, wenn du keinen Strich fahren kannst? Wenn es dir hier zu gefährlich ist, dann kauf dir ein paar Schlittschuhe und tanz einen Walzer. Thank you.
fantastische Zeit. Bei der Bahn und dem Wetter? Ach, das bisschen Nebel. Ich bin so hungrig. Wir gehen dann zusammen essen. Ach, du verstehst mich falsch. Den Hunger meine ich nicht. Ja, persönlich, aber Autogramme nach dem Training. Kann sein, dass ich Autogramm und ein Vernehmungsprotokoll brauche. Kommissar Bernard. Auch gut, na und? Was ist denn los? Habe ich falsch gefragt? Sie kennen doch Madame Edith Buffet. Ja? Sie ist verschwunden. Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Vorgestern. Ja, am Sonntag. Wann genau? Wann genau? Ja. Abgefahren ist um 7:30. Abgefahren 7:30 abends? Nein. Morgens. Ach so. Erzählen Sie weiter. Anna. Also Edith und ich, na, kurz und gut, wir haben die Nacht zusammen verbracht. Genügt das? Oder wollen Sie weiter eins leiten? Und Sie trafen sich am Sonnabend? Ja. Ich habe Sie von Ihrem Hotel abgeholt. Ich hatte vorher angerufen, gleich nachdem Sie angekommen war. Und sprach Sie über die Reise? Ich meine, hat Sie irgendetwas Ungewöhnliches erwähnt? Einen Autounfall zum Beispiel? Nein. Gar nichts. Und Sie haben nichts Ungewöhnliches an ihr bemerkt? Na, hören Sie mal. Edith ist eine ungewöhnliche Frau, wenn Sie wissen, was ich meine. Ah, Sie sind Frauenkenner. Na schön. Also, wie war das? Sie haben sie am Sonnabend von Ihrem Hotel abgeholt. Ja, so gegen 20 Uhr. Und am nächsten Morgen ist sie wieder weggefahren. Und wissen Sie, wohin sie von Ihnen aus wollte? Nach Hause, nehme ich an. Hören Sie mal. Das Ganze ist mir völlig unbegreiflich. Edith bedeutet mir sehr viel, verstehen Sie? Wir werden sie finden. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Jetzt sagen Sie mir bitte Bescheid, sobald Sie was herausgefunden haben. Selbstverständlich. Ich werde die Verbindung zu Ihnen nicht abreißen lassen. Ja, da ist noch etwas. Diesen Brief haben wir in Madame Buffets Gepäck gefunden. Spiel nicht verrückt. Werde dir alles erklären, wenn du wiederkommst. Bis Sonnabend, Roland. Ach so, ein kleines Missverständnis. Sie wissen ja, wie das bei den Frauen so geht. Schon erledigt. Auf Wiedersehen. Wer war denn das? Ach, so ein Presse-Heini. Also wenn du bei deinem Sauwetter noch weiterfahren willst, dann bitte. Ich muss jetzt gehen. Wohin denn? Na, hast du vergessen? Ich habe doch Probe im Studio. Ja, dann fahr doch hin. Was ist denn los mit dir? Verdammt. Ich habe keine Lust, das ist alles. Hör mal, wie stehe ich denn da, wenn ich mit dem Bus ins Studio komme? Na, so gut, nimm mal meinen Wagen. Du leihst ihn mir? Ja. Ist ja noch besser. Ja. Danke, ich bringe dich heute Abend wieder zurück. Dass Madame Buffet seine Geliebte war, hat er nicht eine Minute bestritten, im Gegenteil. Monsieur César scheint Wert darauf zu legen, als Rennfahrer wie als Ladykiller gleichermaßen zu glänzen. Sagten Sie Ladykiller? Ja, das Bild gefällt mir. Apropos, ich könnte mir denken, dass mein spezieller Freund Kaminski der Dame Buffet gleichfalls sehr nahe getreten ist. Wie nah? Das sollten wir ihn selber fragen. Einwandfrei. Die Haare stammen von einer und derselben Person. Bei allem Respekt vor Ihren Untersuchungsmethoden, Herr Kollege, sind Sie absolut sicher? Allerdings bin ich sicher, dass die Haare aus dem Tatwagen und die Haare, die der Haarbürste von Madame Buffet entnommen wurden, ein und derselben Person gehören. Haben Sie Zweifel, Herr Kommissar? Natürlich nicht. Nur Ihre Feststellung ändert die Situation grundsätzlich. Mit anderen Worten. Madame Buffet hat keine Leiche spazieren gefahren, sondern sie selbst ist die Leiche. Sie waren noch nie hier. Ich werde Sie nachher in die Kartei aufnehmen. Bitte nehmen Sie Platz. Verzeihung, ich möchte Mademoiselle Buffet sprechen. Bitte sehr. Was kann ich für Sie tun? Sie sind Maya Buffet, die Tochter von Madame Buffet? Ja, allerdings. Ich bin Maya Buffet. Aber ich bin nicht die Tochter von Madame Buffet. Sie ist meine Stiefmutter. Und Sie, wer hat Sie empfohlen? Mademoiselle, ich komme nicht als Patient. Oh, sind Sie Vertreter? Wenn Sie so wollen, Vertreter der Kriminalpolizei, Kommissar Bernard. Ich möchte mich mit Ihnen über Ihre Stiefmutter unterhalten. Ich wüsste zwar nicht, was das soll, aber bitte, wenn es sein muss. Ich habe nicht viel Zeit. Ihre Stiefmutter ist spurlos verschwunden. Wir müssen befürchten, dass sie ermordet wurde. Das wundert mich kaum. Bei Ihrem Lebenswandel. Darf ich Ihrer Äußerung entnehmen, dass Sie Ihre Stiefmutter nicht mochten? Sie dürfen, Herr Kommissar. Und ich will Ihnen auch den Grund nennen. Da bin ich aber gespannt.
Sie belog und betrog meinen Vater. Es war nicht schwer, das herauszufinden. Als ich ihr schäbiges Spiel durchschaute, war sie für mich erledigt. Das müssen Sie mir näher erklären. Immer wenn Madame, meine sogenannte Stiefmutter, in die Schweiz fuhr, um ihren Vater zu besuchen, kam sie auch nach Paris und dann wohnte sie bei mir. Eines Tages, es war in der Mittagspause, stellte mir meine Sprechstundenhilfe ein Gespräch durch. Ich habe ihnen oft genug gesagt, dass ich zu dieser Stunde nicht gestört werden möchte. Was heißt, er lässt sich nicht abweisen? Gut, stellen Sie durch. Maya Buffet? Bedauere, ich kann Sie nicht an den Apparat rufen, weil sie nicht da ist. Ich nehme an, dass sie hier noch einmal auftauchen wird. Wie war der Name? César. Roland César. Ich werde sie ausrichten. Ach, Scheußlichkeit draußen. Gut, dass ich meinen Pilz mit hatte. Hat jemand für mich angerufen? Allerdings. Wann denn? Eben. Hast du mich denn nicht kommen hören? Ich meine, wenn irgendjemand hier in Paris mich anruft, wird das ja wohl einigermaßen wichtig sein. Für dich sicherlich, verehrte Stiefmama. Mich interessieren die Geschichten von deinen Liebhabern nicht. Habe ich richtig gehört, meine Liebhaber? Was soll das heißen? Du hast mich genau verstanden. Und glaub nicht etwa, dass ich erst durch diesen Anruf aufmerksam geworden bin. Ich wusste es schon lange. Was ich nicht wusste, war der Name des Herrn. Den hat er mir heute genannt. Selbstverständlich wirst du das alles deinem Vater, ich meine meinem Mann, erzählen. Selbstverständlich. Auf die Gelegenheit hast du doch nur gewartet, nicht wahr? Auf jeden Fall lasse ich sie nicht vorübergehen. Mein Gott, musst du mich hassen. Maya. Hör doch mal her. Zugegeben, wir beide haben uns nie sehr gut verstanden. Du bist so verschlossen, so ganz anders. Was habe ich dir eigentlich getan? Mir? Du machst meinen Vater lächerlich. Vor aller Welt. Und vor allem vor mir. Weil er immer noch nicht begreifen will, was hinter seinem Rücken vorgeht. Aber jetzt wird er es begreifen, das schwöre ich dir. Und nun geh bitte. Geh zu deinem Freund. Er wartet im Bistro auf dich. Gleich um die Ecke. Das sollte ich dir ausrichten. Deutlicher geht's wirklich nicht. Aber du solltest dir die Sache überlegen. Vielleicht schadest du deinem Vater mehr, als dass du ihm nützt. Dein Vater und ich führen eine Ehe, wie Tausende sie führen. Wir verstehen uns gut. Aber niemand ist vollkommen. Und wenn ich mir anderswo suche, was er mir nicht gibt, kann man mir daraus wirklich einen Vorwurf machen? Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja. Vergiss, was ich alles für ihn getan habe. Ich bin in dieses einsame Nest gezogen, weit weg von Paris. Hab mich in diesem grässlichen Haus begraben, wo er mich allein lässt. Denn er ist doch nie da. Immer auf seinen Baustellen. Nur seine Malaria-Anfälle, die bringen ihn nach Hause. Das einzige Gesicht, das ich von ihm kenne, ist das Gesicht eines Kranken. Mit Schweiß bedeckt und in Fieberfantasien. Glaubst du, dass das immer sehr schön ist? Dann kannst du mir nur dankbar sein, wenn ich ihn informiere. Dann lässt er sich scheiden und du bist in Not. Ich habe mit keinem Wort gesagt, dass ich mich scheiden lassen will. Das weiß ich. Maya, ich habe deinen Vater wirklich gern. Hör auf, ich bitte dich. Das kannst du mir nicht einreden. Das Einzige, was dich interessiert, was dich immer interessiert hat, ist nur das Geld. Was? Materielle Sicherheit. Eine gesicherte Zukunft. Dafür warst du zu allem bereit. Das war dein Plan. Was meinst du damit? Vom ersten Tag an habe ich gewusst, was du wolltest. Du wolltest mich von meinem Vater trennen. Denn solange ich da war, waren dir die Hände gebunden. Also musste eine von uns beiden weg, nicht wahr? Ich sag dir, du musst weg. Ach, du bist ja wahnsinnig. Mach doch, was du willst. Seit dieser Stunde habe ich meine Stiefmutter nicht mehr wiedergesehen. Aber am nächsten Tag war derselbe Anruf am Telefon und bestellte mich in ein Restaurant, weil er mir etwas Wichtiges mitteilen wollte. Damit wir uns richtig verstehen, Monsieur. Ich bin nur hergekommen, weil Sie gesagt haben, es wäre wichtig. Ich habe keine Lust an meinem Feierabend, auch nur eine Minute länger mit Ihnen zu verbringen, als unbedingt nötig. Wenn Sie so zornig sind, sehen Sie zauberhaft aus. Ich stehe sofort auf und gehe. Wieso? Sind Sie mir böse, weil ich das gesagt habe? Hören Sie mal, in Ihrem Alter, wenn man so hübsch ist wie Sie, dann muss man doch Komplimente gewöhnt sein, oder? Zum letzten Mal sagen Sie, was Sie mir zu sagen haben.
Sie haben auch eine zauberhafte Stimme. Aber das habe ich gestern bereits am Telefon bemerkt. Herr Ober, zahlen bitte. Nein, nein. Nur ein Spaß. Die Dame bleibt, ist mein Gast. Gut, wie Sie wollen. Ich habe Sie hierher gebeten, weil ich... Hergebeten? So schön. Herbestellt. Weil ich Ihnen etwas sagen möchte. Es ist nie gut, ins Fettnäpfchen zu treten. Wie soll ich das verstehen? Genau so, wie ich das meine. Hören Sie, ich will ganz offen zu Ihnen sagen. Edith und ich, also Ihre Stiefmutter, na ja, schön. Sie ist meine Geliebte. Das hört sich großartig an, aber in Wirklichkeit, na ja, sie sieht sich so. Aber für mich ist das alles nicht so tragisch. Aber wenn Sie jetzt Ihren Vater informieren und er die Scheidung verlangt, dann habe ich Madame Edith auf dem Hals. Und genau das möchte ich vermeiden. Erstens, gibt es da noch ein paar andere Damen, die mir sehr nahe stehen. Und, naja, Sie wissen ja, was ich meine. Und zweitens bin ich Sportsmann. Bei meinem Leben kann ich es mir nicht leisten, mich einer Frau zu belasten. Also, seien Sie fair. Tun Sie mir das nicht an. Das ist so unglaublich, was Sie da reden. Ich kann gar nicht antworten. Umso besser. Aber hören können Sie. Und wenn Sie Ihrem Vater helfen wollen, dann vergessen Sie am besten alles. Ich möchte jetzt gehen. Schade. Und wenn Sie darüber nachdenken, werden Sie einsehen, dass ich recht habe. Hören Sie mal, Mademoiselle, ich will Sie wirklich nicht mehr länger aufhalten. Aber vielleicht können wir uns noch mal sehen und in aller Ruhe alles besprechen. Hm? Interessieren Sie sich für Motorsport? Kommen Sie mal zum Training. Naja, ist auch nicht so richtig. Aber Hauptsache ist, dass wir noch mal darüber sprechen. Ich danke Ihnen, Mademoiselle, dass Sie so offen zu mir gesprochen haben. Und hat Monsieur César Sie angerufen? Entschuldigung. Was gibt's? Ja, ich werde dran denken. Nicht nur einmal, mehrere Tage hintereinander. Er hat versucht, mich zu besänftigen. Als das nichts nützte, hat er mir gedroht. Schließlich ist er müde geworden. Und haben Sie Ihren Vater unterrichtet? Selbstverständlich. Er wollte sich daraufhin sofort von meiner Stiefmutter trennen. Jeanette, Madame Lefebvre soll etwas warten. Und warum hat er es nicht getan? Papa ist eben zu anständig. Er wollte sie nicht auf die Straße setzen. Er wollte ihr Zeit geben, sich umzusehen. Gut, dann halte ich es fürs Beste, wenn wir zu ihrem Vater fahren. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Das verstehe ich nicht. Der Fall ist doch klar, oder? Klar? Für mich durchaus nicht. Wieso? Dieser Kerl, dieser César, hat sich doch selber belastet. Sie lag in Scheidung und er wollte sie loswerden. In Paris frühlingshafte Temperaturen, 200 Kilometer von der Seine-Metropole entfernt, eine der größten Unwetterkatastrophen der letzten 65 Jahre. Das meldeten die Nachrichtenagenturen. In Paris war Schnee nur noch in den Außenbezirken zu finden. Umso dichter lag die weiße Decke über der Normandie. Der Straßenverkehr kam zum Erliegen. Am Sonnabend gegen 22 Uhr stiegen die Temperaturen auf plus 5 Grad. Kurz nach Mitternacht dann ein Sturm, wie ihn die Normandie seit dem Jahre 1905 nicht mehr erlebt hatte. Dächer wurden abgedeckt, Autos umgestürzt und Bäume entwurzelt. So plötzlich, wie der Sturm hereinbrach, so schnell flaute er. Sie sind Wachtmeister. Na, was halten Sie von alledem? Das Wetter beruhigt. Die Leute hier sagen, seit 1905 hätte es keinen solchen Sturm mehr gegeben. Was? Die Aufräumungsarbeiten. Ach so, ja. Voran. Nein, ich meine die Sache mit Madame Buffet. Wenn Sie gestatten, Herr Kommissar, da habe ich so meine Vorstellung. Also festzustehen scheint, dass Madame Buffet ermordet wurde zwischen dem Moment, wo sie das letzte Lebenszeichen von sich gegeben hat, also das Telegramm schickte, und dem Zeitpunkt, wo der Wagen entdeckt wurde, in dem die Leiche transportiert wurde. Also zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen. Aber wenn Sie mich fragen, müsste erst mal die Leiche gefunden werden, wenn man zu handfesten Ergebnissen kommen will. Bravo. Sie sollten sie zum Quai des Orfèvres versetzen lassen. Nein, ganz im Gegenteil. Meine großen Erfolge in der Ermittlung beziehe ich aus einer gründlichen Kenntnis von Land und Leuten. Na, großartig. Dann können Sie mir gleich mal helfen und mir etwas über Madame Buffet erzählen. Ja, wissen Sie, Madame war nicht aus unserer Gegend. Sie war oft verreist und mit den Leuten hier hatte sie kaum Umgang. Na ja, aber was erzählt man sich über sie? Na ja, die Leute sagen, sie ist die Frau des Chinesen. Er hat nämlich 20 Jahre in Taiwan verbracht. Was? Ach so, ja, ja. Monsieur Buffet ist ja erst vor 10 Jahren zurückgekommen. Dann hat er dieses Sägewerk hier gekauft, dann noch eins und noch eins. Er ist schwerreich. Er ist überhaupt ein großartiger Mann. Wenn das mit dem Whisky nicht wäre. Wieso?
Wollen Sie damit sagen, dass er ein Trinker ist? Das nicht. Er hat ja auch diese Krankheit. Aber er trinkt schon etwas mehr, als so üblich ist. Ich meine, wenn es doch wenigstens Calvados wäre. Hier in dieser Gegend. Ich hoffe, Sie lachen nicht über mich, meine Herren. Was gibt's, Herr Kommissar? Irgendein Lebenszeichen von meiner Frau? Leider nicht. Sie wollen sich scheiden lassen, stimmt das? Ja. Woher wissen Sie das? Dazu braucht man einen Scheidungsgrund. Den habe ich. Richtig. Und der heißt Roland César, ist das auch richtig? Nun hören Sie mir mal gut zu, Monsieur Buffet. Sie haben gestern noch steif und fest behauptet, diesen César überhaupt nicht zu kennen. Meinen Sie nicht, es wäre an der Zeit, mir die Wahrheit zu sagen? Maya. Hallo? Ja, wer? Ah, die Schweiz. Ja, legen Sie es rüber. Hallo, Polizeipräsidium Basel. Kommissar Riva. Ja, stellen Sie durch. Kommissar Riva! Kommissar Riva! Ihr Gespräch nach Paris. Wieso? Das führe ich doch schon seit 3 Minuten. Ja, ich war unterbrochen. Also, ich habe die Erkundigungen eingezogen, die Sie von mir haben wollten. Ja, wir haben unser Möglichstes getan. Sie hat allerdings Verwandte hier, diese Dame, und zwar ihren Vater. Übrigens, wir haben ihm von dem Tod seiner Tochter noch keine Mitteilung gemacht. Ja, das dachte ich auch. Ja, besser, wir warten, ja. Andererseits hat man mir berichtet, diese Edith Buffet wurde seit einiger Zeit von unserer Grenzkontrolle überwacht. Nein, nichts Bestimmtes, eher eine Vorsichtsmaßnahme infolge einer anonymen Anzeige. Ja, sie soll falsche Dollars über die Grenze geschmuggelt haben. Ja, aber sie haben sie bisher nicht erwischen können. Ich meine, die Grenzkontrolle hat bis jetzt noch nichts Konkretes in der Hand. Ja, natürlich. Ja, ist schon ein Kreuz mit diesen anonymen Anzeigen. Ja, trotzdem danke ich Ihnen vielmals. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Bestimmt. Ja, danke und auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Kollege. Ja, gewiss, ich werde es ausrichten. Wiedersehen. Na? Herr Kommissar Riva aus Basel hat angerufen. Das weiß ich ja. Was? Ich habe in der Zentrale mitgehört. Also diese Aneinanderreihung von Zufällen, die schmeckt mir nicht. Geben Sie mir noch mal das Sündenregister von diesem Barmann, diesem Kaminski. Da war doch was. Ihre Gedankensprünge und Ihr sensibler Humor, Chef, machen es für jeden Mitarbeiter zu einer wahren Freude, in Ihrer Abteilung zu arbeiten. Wenn ich mich auf alles so verlassen könnte wie auf mein Gedächtnis. Unser Freund Kaminski... Ja, Odio 9000. ...ist unter anderem vorbestraft wegen Verbreitung von Falschgeld. Ich möchte ihn sehen. Und um das zu erreichen, gebe ich Ihnen genau 20 Minuten Zeit. Es ist in der Tat eine Freude, in Ihrer Abteilung zu arbeiten. Noch eine Frage, Chef. Ja? Was wird denn mit dem kleinen Mechaniker? Wem? Ja, Sie haben ihn doch hierher bestellt. Oder erinnern Sie sich nicht mehr? Ich erinnere mich sehr genau. Sie sollen laufen und er soll reinkommen. Los, geh rein. Kommissar? Nun kommen Sie und setzen Sie sich hin. Ich weiß es nicht. Wie geht's? Gut, danke. Das heißt, wenn ich an Madame Edith denke... Was dann? Kannten Sie sie? Nur flüchtig. Ich sah sie immer, wenn sie den Chef besuchte. Ach, haben Sie sie am letzten Sonntagmorgen gesehen? Am Sonntag? Ja. Also so weit geht die Liebe ja nun doch nicht, auch noch sonntags arbeiten. Ach so, ja, natürlich. Ich meine, das sieht so aus, als ob Madame Buffet die Nacht vom Sonnabend auf Sonntag dort verbracht hätte. Möglich. Sie blieb hier öfter über Nacht. Das letzte Mal sah ich sie vor einer Woche. Das werde ich so schnell nicht vergessen. War das ein Theater? Wieso? Gab's Ärger? Naja, sie kam an und der Chef war nicht da. Da wollte sie auf ihn warten. Steh doch mal an! Hat er nicht gesagt, wann er wieder zurückkommt? Nein, er hat sie doch heute Morgen nicht erwartet. Ja, ich weiß, aber ich musste meine Reise vorverlegen. Ich will heute Abend noch in Basel sein. Er wird sicher bald kommen. Juhu, hast du schon meine Hörnchen besorgt? Ja, hab ich.
Hatte nur noch keine Zeit, sie raufzubringen. Ich muss noch ein Rad auswechseln. Schadet doch nichts. Ich bin auch gerade erst aufgewacht. Guten Morgen, Madame. Warten Sie auf Roland? Ich meine, Monsieur César. Ja. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, danke. Wollen Sie schon gehen, Madame Edith? Soll ich was ausrichten? Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Was wollte sie denn von Roland? Das hat sie mir nicht gesagt. Aber du kennst sie doch. Na ja, so ein bisschen. Kommt sie oft her? Manchmal. Roland hat mir nie etwas davon gesagt. Sie kommt doch sicher nicht geschäftlich. Ich glaube doch. Ja, das glaube ich. Und warum wartet sie da nicht? Rauscht ab wie eine beleidigte Primadonna. Pierrot, du weißt doch was. Ich? Nein. Doch, du weißt was. Kriegt er oft Besuch von anderen, wenn ich nicht da bin? Hören Sie zu, Mademoiselle Dodo. Ich bin hier als Mechaniker angestellt und nicht als Detektiv. Was da oben los ist, geht mich nichts an. Aber Pierrot, es bleibt doch unter uns. Ach, da bist du ja. Vielleicht kannst du mir verraten, wer diese Frau ist. Hm? Welche Frau? Du musst ihr begegnet sein. Sie ist eben weggegangen. Ich muss ihr begegnet sein? Wie heißt sie noch? Madame Edith. Was? Edith war hier? Monsieur Roland, ich warte auf eine Antwort. Ja, wieso war Edith hier? Na ja, sie hat ihre Reise vorverlegt. Was für eine Reise? Ja, aber... Piero! Warum ist sie wieder weggegangen? Hat sie dich gesehen? Natürlich. Wir haben uns sogar unterhalten. Ach so, ihr habt euch unterhalten. Hm. Musste das sein? Konntest du nicht oben bleiben? Aber nein, Mademoiselle muss sehen, was hier unten los ist. Dabei geht sich einen Dreck an. Hast du verstanden? Jawohl, ich habe verstanden, dass du eine andere hast. Na und? Sind wir etwa verheiratet? Und die andere, die ist mir nützlich. Wenn du verstehst, was ich sagen will. Nützlich! Ja, ich verstehe. Es reicht mir. Ja, mir reicht's auch. Sieh dich an und schau, dass du rauskommst. Was? Du wirfst mich raus? Das kannst du dir ersparen. Ich gehe von selbst. Na, hoffentlich. Aber wie ich dich kenne, bist du 48 Stunden später wieder hier. Scheißweiler. Sag mal, Piero. Ja? Wie war sie denn? Ich meine, als Edith wegging, war sie sehr sauer? Ich weiß nicht. Aber freundlich sah sie nicht aus. Übrigens, Monsieur César. Da hat noch jemand angerufen. Sie sollen zurückrufen. Wer denn? Odeon 9000. Monsieur Lucien. Und wie heißt dieser Monsieur Lucien? Na eben, Lucien. Mit Nachnamen. Der Chef nennt ihn immer nur Lucien. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Ja, im Laden. Ich glaube, er ist Vertreter. Wieso Vertreter? Er hat immer so einen Koffer bei sich. Ach so. Ist er das? Ja, das ist er. Allerdings noch ein bisschen jünger, aber er ist es. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Warten Sie mal. Am letzten Sonntag. Wieso? Ich denke, Sie arbeiten sonntags nicht. Nein, aber Monsieur César wollte mich mitnehmen zu einem Nachtrennen in Reims. Mittags, so gegen 2 Uhr, war ich bei ihm, aber ehe wir loskamen, war es dann doch 6 Uhr geworden. Kamins hat seinen Koffer gepackt, er ist ausgeflogen. Verdammt nochmal! Er hat überall herum erzählt, dass er für ein paar Tage verreist. Komm, lass uns mal einen Augenblick allein. Genau das hat mir gefehlt. Sagen Sie mal, Jeannot, halten Sie es eigentlich für Zufall, dass wann immer und wo immer Sie erscheinen, das Nest leer, die Spuren verwischt und die Indizien geplatzt sind? Vielen Dank, Chef. Zu viel des Lobes. Jeder Mitarbeiter kann nur so gut sein, wie sein Chef es zulässt. Apropos... Die Personalbeschreibung habe ich an alle Stationen durchgegeben. Die Fahndung läuft auf vollen Touren. Ja, ich komme ja schon. Wer ist denn da? Kriminalpolizei, Kommissar Bernard.
Abend, Monsieur. Störrig? Nein. Ausgezeichnet. Wer ist Kaminski? Kaminski? Der Mann mit dem Koffer, wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so, McGill, Sie meinen die Fernsehsendung. Hören Sie, Monsieur, bei unbezahlten Überstunden verliere ich meinen Humor. Der Mann, den ich meine, heißt Lucien Kaminski und es wäre gut für Sie, wenn Sie sich an ihn erinnern. Ach, Lucien, aber der ist Vertreter. Geben Sie sich keine Mühe, sein Vorstrafenregister ist länger als mein Arm. Alles, was ich von Ihnen wissen will, ist, in welcher Beziehung standen Sie zu diesem Mann? Beziehung? Beziehung? Ach, ich liefere mir amerikanische Zigaretten und ich nehme von Zeit zu Zeit ein paar Stangen ab. Ich mag die Schwarzen nicht. Aber weitergehen meine Beziehungen nicht. Und das letzte Mal an dem Tag, als der Mord passierte. Was? Am Sonntagnachmittag. Ihr Mechaniker hat mir das gesagt. Ach so, ja, am Sonntag. Hm. Am Sonntag erscheint dieser Kaminski bei Ihnen, um Ihnen Zigaretten zu bringen. Das ist ja auch ganz selbstverständlich. Na und? Na, fabelhaft. Da können Sie mir vielleicht eine Stange abgeben zum Freundschaftspreis. Ich mag die Schwarzen nämlich auch nicht. Sie haben doch sicherlich noch reichlich davon vorrätig. Und nun zur Sache. Vor 12 Monaten, beim großen Preis, begegneten Sie Edith Buffet. Sie sind das, was Madame Buffet für einen attraktiven Burschen hält. Und das genügte ihr. Und da Sie oft nach Paris kamen, trafen Sie sie wieder und wurden ihr Geliebter. Stimmt das? Ja, schön. Ja, schön, das ist Ansichtssache. Fest steht, dass Sie Madame Buffet jedes Mal trafen, wenn Sie in die Schweiz fuhr, um Ihren Vater zu besuchen. Ungefähr alle 2 Monate. Stimmt das immer noch? Ja. Nun nehmen wir einmal an, Sie kamen dabei auf eine Idee. Die Idee nämlich, die Reisen von Madame dazu zu benutzen, um sie aus der Schweiz etwas mitbringen zu lassen. Keinen Käse, keine Uhren, keine Schokolade. Dollars. Was? Gefälschte Dollars, wohlverstanden. Aber jetzt rede ich. Sie geben die gefälschten Dollars an Kaminski weiter und kassieren dafür eine hübsche Vermittlungsprovision. Bei Ihrem Verschleiß an Motoren und Mädchen ist Geld trotz des Geschäftes Mangelware. Das ist doch Wahnsinn! Ich habe nie in meinem Leben einen falschen Dollar gesehen. Kein Grund, so laut zu werden. Ich habe doch extra betont, dass bis hier alles reine Vermutung von mir ist. Fest steht, dass Madame Buffet vorige Woche, vor ihrer Reise in die Schweiz, hier der reizenden Dodo begegnete. Und zwar in einem ihrer Oberhemden, ohne was drunter. Das reichte Madame. Sie schrieb mir einen Brief, um zu retten, was noch zu retten ist. Wollen Sie das bestreiten? Ein Brief nicht. Aber alles Übrige. So, alles Übrige. Und ich sage Ihnen, dass Madame in Paris ankommt und ihren Zigarettenlieferanten Kaminski anruft. Das ist übrigens bewiesen. Annehmen tue ich, dass Madame entschlossen war, sich an ihn zu rächen. Sie schlägt Kaminski vor, die heiße Ware in Zukunft direkt von ihr zu beziehen. Nun ist alles ganz einfach. Ihr hübscher Nebenverdienst ist geplatzt. Und das mögen weder ihre Mädchen noch ihre Motoren und sie selbst am wenigsten. Das ist doch grotesk. Wenn ich nicht wüsste, dass Sie von der Polizei sind, würde ich Sie für verrückt halten. Wobei das eine das andere nicht ausschließt. So. Nun möchte ich mal von Ihnen wissen, was in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagmorgen alles angestellt haben. Und zwar detailliert. Ich bin da genusssüchtig. Bitte? Wie Sie wünschen, Herr Kommissar, aber muss ich zuerst im Büro nachsehen. Das wäre empfehlenswert. Also Sonntagmittag aß ich in meinem Stammlokal bei Max. Wollen Sie wissen, was? Weiter. Ja, und am Nachmittag, da war ich mit meinem Mechaniker in der Werkstatt. Das wissen Sie ja bereits. Weiter. Ja, so gegen 6 Uhr bin ich mit dem LKW nach Reims gefahren. Zeige es meinem Mechaniker. Wozu? Ja, ein Freund von mir sollte dort in einem Nachtrennen starten. Hat mich gebeten, ihn hinzubringen, das habe ich getan. Und wo haben Sie geschlafen? Im Hotel natürlich, wie es sich gehört. Und am nächsten Morgen sind wir dann in aller Ruhe wieder hierher zurückgekommen. Mein zweiter Mechaniker war ja hier im Laden. Und dann haben wir hier gegessen. Und nach dem Essen... Gut, das genügt. Wir werden das nachfolgen. Das können Sie gerne, Herr Kommissar. Ich kann noch nicht verstehen, warum Sie mit aller Gewalt mich zum Sündenbock machen wollen. Schließlich gibt es einige Leute, die ein mächtiges Interesse daran hatten, Madame Edith loszuwerden. Wer? Ihr Mann zum Beispiel. Kaum. Er war sich ja schon fast los. Er lag in Scheidung. Hat er Ihnen das gesagt? Ja. Hm. Dann hat er wohl vergessen, Ihnen das kleine Abenteuer zu erzählen, das die beiden im letzten Monat hatten. Du weißt genau, dass ich diese Leute brauche.
Oder glaubst du, ich fahre aus Spaß 80 Kilometer durch den Schnee nur, um Mittag zu essen? Diese Leute sind wichtig für mich, für meine Zukunft. Du denkst immer nur an dich, an deine Zukunft. Verdammt glatt. Pass doch auf! Ja! Wer ist es? Ein Junge vom Sägewerk. Und? Er ist tot. Los, weg. Auf was wartest du noch? Weg doch! Du hast nichts gesehen, verstanden? In diesem Fall nehme ich an, lassen wir uns nicht mehr scheiden. Ich denke, dass der Fall klar ist. Sie bauen einen Unfall und begehen Fahrerflucht und haben Angst, von ihrer Frau erpresst zu werden. Plötzlich ist ihre Frau verschwunden. Sie atmen auf, aber was sie nicht wissen ist, dass Madame Edith die Geschichte ihres Unfalls bereits ihrem Liebhaber erzählt hat. Und Sie sind naiv genug, um das zu glauben? Und Sie werden mir zugeben müssen, dass meine Annahme richtig ist. Absolut nicht. Mein Vater denkt gar nicht dran, sich zu den Beschuldigungen dieses Kerls zu äußern. Der will Sie nur auf eine falsche Spur locken. So? Da muss Monsieur César aber einen mächtigen Helfer haben. Den Zufall nämlich. Oder wie erklären Sie sich, dass ich in den Unfallakten festgestellt habe, dass Sie zwei Tage nach dem Unfall Ihren Wagen zur Reparatur gebracht haben, um den rechten hinteren Kotflügel richten zu lassen? War ein Zufall? Ja, das behaupten Sie. Fünf meiner Arbeiter können das bezeugen. Ich bin beim Zurücksetzen gegen Holzstapel gefahren. Ja, ja, ich weiß. Eine gute Gelegenheit, die Spuren des Unfalls zu verwischen. Ich habe Zeugen, dass Sie am fraglichen Tag überhaupt nicht in der Nähe des Unfallortes waren. Die beste Zeugin wäre natürlich Ihre Frau, aber die können wir ja leider nicht mehr hören. Hay un hombre que no lleva documentación. ¡Alto! Policía española de frontera. ¡Alto! 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 ¡Deténgase! ¡Alto! ¡Deténgase! ¡Alto! 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 ¡Paro! Monsieur Ladoux, ich habe den Inspektor endlich gefunden. Er ist mit Kommissar Bernard zu einer Vernehmung in der Normandie. Ja, ich will gar nicht so genau wissen, wo er ist. Ich will ihn sprechen. Hallo? Ja, Inspektor Janot? Ja, ich bekomme eben ein Fernschreiben von unserem Grenzposten am Übergang Andai. Ja, natürlich nach Spanien. Also, da hat heute Morgen ein gewisser Kaminski versucht, illegal die Grenze zu überschreiten. Und als er auf Anruf nicht stehen blieb, da ist er von dem spanischen Posten angeschossen worden. Ja, inzwischen ist er tot. Ja. Unsere spanischen Kollegen haben uns sofort benachrichtigt. Er hatte einen Koffer mit gefälschten Dollarscheinen bei sich. Ist das Kommissar Riva aus Basel? Nein, das ist unser Monsieur Ladoux. Er ruft vom Präsidium aus an. Hallo, Ladoux. Haben Sie das Alibi von César überprüft? So, haben Sie schon. Aha. Und es stimmt? Alles? Ja. Ja, das wär's. Danke. Darf ich? Oh, das ist nett. Kann ich mal Ihren Notizkalender sehen? Was? Ihren Notizkalender, Ihr Taschenbuch. Sie haben doch eins. Nein. Nein? Nein, Mann, ich hab's nicht bei mir. Vielleicht liegt's ja irgendwo. So. Na, dann nehmen Sie mal Ihre Taschen aus.
soll ich? Sie sollen Ihre Taschen ausleeren. Da, das ist alles. Erlauben Sie. Jetzt werden Sie sicher sagen, es sei reiner Zufall, dass die Seite vom 30. Januar herausgerissen ist. Auf Ihrem Notizbuch übrigens auch. Warum hast du das gemacht, Papa? Warum? Ja, wer ist da? Ja, was ist los? Der Wachmeister schickt mich, Sie zu holen. Die Leiche ist gefunden worden. Hier? Ja, in der Nähe. 3 Kilometer von hier auf der Straße nach Rouen. Gehen wir. Und das nennen Sie auf der Straße nach Rouen, Herr Wachmeister? Ich wünsche, Sie hätten recht. Dann braucht ihr mir nicht die Gummistiefel anzuziehen. Jetzt macht uns die Kripo noch für das Sauwetter verantwortlich. Ihre Sorgen, Monsieur Janot. Dieser verdammte Neuschnee macht uns noch die letzten Spuren kaputt. Das glaube ich nun wiederum nicht, Chef. Da sind Spuren und noch verdammt gut erhalten. Ja, jetzt fehlt uns nur noch die Leiche. Da hinten in der Schonung. Die alte Fichte. Pardon, Monsieur Buffet. Der Sturm muss sie umgerissen haben. Im Augenblick interessiert mich mehr, ob die Tote tatsächlich ihre Frau ist. Hier entlang, meine Herren. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie bitte. Da liegt die Tote. Edith. Sie bleiben hier, bis die Mordkommission kommt. Gehen wir. Sonst haben Sie nichts weiter entdeckt. Natürlich. Die Spuren. Die Spuren? Ja, die Spuren von dem Wagen, der vermutlich die Leiche hierher gebracht hat. Denn Fundort muss nicht Tatort sein. Sehr richtig, Herr Kommissar. Da zum Weg, bitte. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie sich die Geschichte nach meiner Meinung abgespielt hat. Also, der Täter ist denselben Weg gekommen wie Sie. Sie haben die Reifenspuren ja wohl gesehen. Ja, ja, kombinieren Sie weiter, Herr Kollege. Also, wie gesagt, der Täter ist diesen Weg gekommen. Er hatte die Leiche im Kofferraum und dann hat er hier gehalten. Ah, hat die Leiche hier herausgezerrt und dort ins Gebüsch geschleppt. Sehr richtig. Und dann hat er den Wagen zurückgesetzt und ist in derselben Richtung abgehauen, aus der er gekommen ist. Tatsächlich. Und Sie haben die Leiche gefunden? Nein. Wer denn? Mein Hund. Plötzlich läuft der Köter ins Gehölz und bellt. Naja, und schließlich sind Sie nachgegangen, um festzustellen, warum er so bellt. Und dabei haben Sie die Tote entdeckt. So war's. Ja, also das ist das Profil von Winterreifen, wie beim Tatwagen. Und Monsieur Schiffard hat sofort die Gendarmerie benachrichtigt. Kommen Sie oft hier durch? Ich meine, wenn der Baum nicht hier liegt. Dieser verfluchte Sturm. Das kann man wohl sagen. Der Schlimmste seit 1905, ich weiß. Jeden Sommer, wenn ich hier zur Yacht gehe. Aha. Chef, brauchen Sie Monsieur Schiffard noch? Nein. Sollen wir seine Aussage auf der Gendarmerie aufnehmen? Ja, schicken Sie mir das Protokoll. Jawohl, Herr Kommissar. Ja, natürlich. So muss es gewesen sein. Also für mich ist der Fall klar, meine Damen und Herren. Und für Sie. Ein schweres Unwetter über der Normandie und Unwetter ballen und brauen sich auch zusammen wahrscheinlich in mancher Familie, die jetzt in dieser Minute berät, rät, kombiniert, wer es denn gewesen sein kann. Auch hier bei uns im Studio hat sich schon eine lebhafte Diskussion während des Films entwickelt. Ich darf ganz herzlich begrüßen Sabine Christiansen und Werner Becker. Schön, dass ihr da seid, denn dieser Fall ist kompliziert wie alle. Der schwerste seit 1950. Ja, könnte ich mir denken, umso glücklicher natürlich, dass ihr daran gehen wollt. Ja. Berner, ich würde sagen, wir überlassen es erst einmal unserer Dame, Frau Christiansen. Was würden Sie einfach mal so ganz spontan sagen, so ein bisschen vom Gefühl auch und, wer ist es denn? Es ist schwer. Also vom Gefühl, ich weiß nicht, die Tochter, das kommt mir nicht so ganz geheuer vor. Die Chinesin. Die Chinesin. Das Werben des eifrigen Liebhabers und Frauenlieblings, ja. Roland. Ich weiß nicht, ob sie dem nicht doch nachgegeben hat. Ich hätte das so im Gefühl. Und sie hat ja auch, wollen wir sagen, Grund genug, ihre
Stiefmutter nicht gerade zu lieben. Wir haben das ja deutlich gesehen. Und auch er hat ja eigentlich ein ausreichendes Motiv. Also ob die beiden nicht vielleicht doch zusammengekommen sind und in der Nacht, als er sie abends um 8 Uhr im Hotel abgeholt hat, dann eben nicht eine Liebesnacht zusammen verbracht haben, sondern vielleicht eben die Tochter und Roland gemeinsam. Es liegt ja auch sehr dicht beieinander, Liebe und Hass. Und ja, also ich würde mal so in die Richtung tippen, aber den Täter, ob er oder sie, also da bin ich mir auch noch nicht so ganz. Ja. Also erst einmal großes Kompliment und doch wieder ungeheuer interessant, was also eine Frau, was eine Dame, was Sabine hier kombiniert. Und dagegen nun wahrscheinlich Werner mit 25 Jahre warst du in New York. Ne? Ja, also mit der sehr großen Praxis auch eines Mannes, der ja im Mutterland der großen Kriminalfilm und Kriminalliteratur gewohnt hat. Was sagt nun ein solcher? Naja, in Amerika würde man natürlich sagen, der Hauptverdächtige, der sich also ständig verdächtig macht, wird es auch sein. Aber in diesem Fall ist es nicht so. Ich kann nur Sabine unterstützen. Es ist so ungeheuer kompliziert und leider spielt hier kein Gärtner mit. Denn wenn der Gärtner dabei wäre, dann wüssten wir es längst. Der Gärtner ist der Hauptverdächtige. Nein, also der Hauptverdächtige, soll ich jetzt schon die mal sagen? Ja, sag. Also ich glaube, die Frau ist überhaupt nicht ermordet worden. Die ist vom Baum erschlagen worden. Aber sie lag doch ein ganzes Stück entfernt. Ja, nein, also das... Die liegt da unter dem Baum. Der Baum ist da umgestürzt. Denn sie lag doch ein Stück... Ja, sie lag ein Stück beiseite, aber wir können es so stehen lassen. Ist möglich, denkbar, ist alles. Es gibt ja Leute, die auf der Bananenschale ausgerutscht sind. Ja, aber auf alle Fälle muss ja der Täter... Also wenn das nicht der Fall sein sollte, würde ich denken, ist es die Tochter. Also die Tochter macht auch auf mich den Eindruck, dass sie also erstmal die Stiefmutter gehasst hat. Ja. Sie hat offenbar ihren Vater sehr gern gehabt oder sie hat ihn sehr gern, obwohl ich nicht ganz verstehe von der Besetzung her, wie hier die Asiatin, die Tochter von Herrn Peter. Ach so, das ist erklärt. Nun, also die Tochter könnte es sein. Und der Vater? Ja, der Vater ist so, ich meine, ich könnte mir nicht vorstellen, dass der Vater, wenn er so verdächtigt wird hier pausenlos, könnte ich mir nicht vorstellen, dass der es wirklich ist, nicht wahr? Ich glaube auch nicht. Also dann wäre es wirklich nicht das, was wir erwartet haben. Wir sollen ja suchen. Das ist ja, richtig. Das ist ein Kreuzworträtsel. Nein, also die Tochter und dann, ich meine, César, weiß ich nicht, der ist auch eigentlich... Oder Herr Kaminski, nicht wahr, der mit dem Koffer und mit den Dollars über die Grenze wollte. Denn sie hat ja offensichtlich, Sabine, die Frau hat ja offensichtlich Kurierdienste geleistet. Ja. Und diese Kurierdienste fielen plötzlich aus. Und ja, aber ja nicht für den Kaminski. Mit dem hätte sie ja noch den direkten Kontakt gesucht, um den Roland auszuschalten. Also ja, aber sie hat doch die, ich glaube, die Dollars hat sie doch von Kaminski geholt, oder? Ja, ja. Ich glaube nur, wenn wir auf dieser Spur weitergehen, dann habe ich große Angst, dass Sabine rechtzeitig zu den Tagesthemen kommt. Und Werner, dass du also rechtzeitig zur Signierstunde kommst. Wir können es jetzt gleich vorwegnehmen. Werner Becker hat ja mit großem Erfolg sein Buch New York, New York auf den Büchermarkt gebracht. Also ich glaube, da sollten wir jetzt einen Augenblick mal uns zurückhalten. Ich würde überhaupt vorschlagen, meine Damen und Herren, Sie haben zu Hause jetzt ja Zeit gehabt, sich auch ein bisschen vielleicht in die Haare zu bekommen. Das ist die Geschichte eigentlich. Dafür ist sie nicht angelegt. Aber Sie haben sicher ganz unterschiedliche Vermutungen, Verdachtsmomente. Ich meine, wir rufen das Präsidium, wir rufen Monsieur Bernard und Janot. Janot! Alles bereit? Ja, ja. Soll ich ihn reinführen? Ja, er soll kommen. Kommen Sie. Monsieur Buffet, ich glaube, wir haben uns nicht mehr viel zu sagen. Fahrlässige Tötung, Fahrerflucht. Sie sind vorläufig festgenommen. Ja, es tut mir leid, wenn jemand auf Buffet getippt hat. Nein, er war es nicht. Aber um Ihnen auf die Spur zu helfen, blenden wir noch einmal zurück. Sie erinnern sich. Die Leiche war am Mittwoch nach dem Verschwinden von Madame Buffet in einem Wald unweit des Sägewerks gefunden worden. Da liegt die Tote. Mein Gott, das ist Edith.
Sie bleiben hier, bis die Mordkommission kommt. Gehen wir. Und sonst haben Sie nichts weiter entdeckt? Natürlich. Die Spuren? Spuren? Ja. Die Spuren von dem Wagen, der vermutlich die Leiche hierher gebracht hat. Denn Fundort muss nicht Tatort sein. Sehr richtig, Herr Kommissar. Da, zum Weg bitte. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie sich die Geschichte nach meiner Meinung abgespielt hat. Also, der Täter ist denselben Weg gekommen wie Sie. Sie haben die Reifenspuren ja wohl gesehen. Ja, ja, kombinieren Sie weiter, Herr Kollege. Also, wie gesagt, der Täter ist diesen Weg gekommen. Er hatte die Leiche im Kofferraum, hat dann hier gehalten. Aha, hat die Leiche herausgezerrt und dort ins Gebüsch geschleppt. Sehr richtig. Und dann hat er den Wagen zurückgesetzt und ist in derselben Richtung abgehauen, aus der er gekommen ist. Tatsächlich. Oh, Verzeihung. Sie sind ja nicht zur Vernehmung hier. Ganz im Gegenteil. Sie wollen etwas von mir wissen. Also, meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, der Baum versperrt den Weg. Also muss die Leiche von Edith Buffet schon vor dem Sturm, also vor Sonntagmorgen, dahin gebracht worden sein. Aber nur einer hatte behauptet, dass er Edith Buffet am Sonntagmorgen noch lebend gesehen hat. Monsieur César. Sie erinnern sich? Ich kam damals auf die Rennbahn. Monsieur César. Ja, persönlich, aber Autogramme erst nach dem Training. Kann sein, dass ich Autogramm und ein Vernehmungsprotokoll brauche, Kommissar Bernard. Auch gut. Na und? Was ist denn los? Habe ich falsch geparkt? Sie kennen doch Madame Edith Buffet. Ja? Sie ist verschwunden. Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Vorgestern. Ja, am Sonntag. Wann genau? Wann genau? Ja, abgefahren ist sie um 7:30. Abgefahren? 7:30 abends? Nein, morgens. Und genau damit hatte Monsieur César gelogen. Am Abend desselben Tages, an dem die tote Edith Buffet entdeckt wurde, brachten wir César an den Fundort. Ich wollte sein Geständnis an Ort und Stelle. Ach, übrigens, ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass ich allein gehen musste. Unserem Freund Janot war es zu kalt an diesem Abend. Dies ist ein Lokaltermin, Monsieur César, und keine Märchenstunde. Sie werden uns bis ins Detail genau erzählen, was Sie getan haben, und Sie werden uns vorspielen, wie Sie es getan haben. Schauspielerei war ja schon immer Ihre Stärke. Das meiste haben Sie gestern Abend schon gesagt, als Sie bei mir waren. Danke. Ich wusste, dass Edith am Sonnabend aus Basel kommen sollte. Ich hatte am Nachmittag mehrere Male in ihrem Hotel angerufen und um 6:30, da habe ich sie endlich erreicht. Sie hat kein Wort von mir hören wollen. Sie sagt, ich brauche nicht mehr mit ihr zu rechnen und die Dollars... Würde sie Kaminski selber ausliefern. Ja. Und dann bin ich in ihr Hotel gegangen und der Wagen stand vor der Tür. Ich habe auf sie gewartet und als sie rauskam, um Kaminski aufzusuchen, da habe ich sie mitgenommen. Wohin mitgenommen? In den Bord war es denn? Sie scheinen eine ausgesprochene Vorliebe für Wälder zu haben. Was? Was passierte, als Sie im Wald waren? Muss das sein? Bloß erzählen Sie. Als ich anhielt, da wollte Edith sofort aussteigen. Sie wollte weg von mir und da habe ich sie festgehalten. Dann hat sie versucht, mich zu schlagen. Aber natürlich bin ich viel stärker. Natürlich. Ich war außer mir, vor Wut und Angst. Angst? Na ja, klar, sie schrie so laut, dass ich Angst hatte. Schließlich hätte mich jemand sehen können. Ich bin ja bekannt in Paris. Sicher, Sie werden eine gute Publicity haben. Weiter. Weiter? Ja, weiter, machen Sie es vor, da an der Puppe. Ja, dann habe ich zurückgeschlagen. So. Und dann habe ich ihren Mund zugehalten, weil sie doch so schrie. Und plötzlich, da ist die Tür so aufgegangen und dann habe ich sie so hinausgestürzt. Und als ich mich über sie beugte, da sah ich, dass sie tot war. Da habe ich die Nerven verloren. Nerven verloren? Ausgerechnet Sie, ganz im Gegenteil. Sie haben sofort an denjenigen gedacht, der einen Grund für Ihre Ermordung hatte. Folglich fahren Sie 200 Kilometer durch die Nacht in ein Wäldchen, nämlich hierher, in die Nähe von Monsieur Buffets Haus. Hier legen Sie die Leiche nieder
um den Verdacht auf ihren Mann zu lenken. Dass sie im Schnee Reifenspuren hinterlassen, kümmert sie mit Recht nicht. Denn der Wagen gehört ja Monsieur Buffet. Aber was sie nicht wissen konnten, ist, dass ein Sturm, wie er seit 1905 nicht mehr da war, knapp eine Stunde, nachdem sie die Leiche hier versteckt haben, Häuser abdeckt, Autos umstürzt und Bäume entwurzelt. Und einer dieser Bäume wird ihnen zum Verhängnis. Sie kehren nach Paris zurück und lassen den Wagen in einer Straße ausgerechnet vor einer Ausfahrt stehen. Natürlich vergessen sie auch nicht, die Dollars mitzunehmen. Dann gehen sie nach Hause. Und am nächsten Tag, am Sonntag, schicken sie ein fingiertes Telegramm an Monsieur Buffet, um den Anschein zu erwecken, dass seine Frau noch lebe. Ja, und dann brauchen sie sich nur noch ein Alibi für den Sonntag zu besorgen. Bravo. Gut ausgedacht. Aber dann fällt 3 Tage kein Schnee. Und dadurch kommt ihr Verbrechen ans Licht. Ja, aber ich habe sie doch geliebt. Ja, ja. Abführen. Ja, meine Damen und Herren, heute ist Neuschnee gefallen. Und wenn er 24 Stunden früher gekommen wäre, dann wäre dieses Verbrechen vielleicht unentdeckt geblieben. Darf ich Ihnen als Erster gratulieren? Oh ja, danke. Apropos, Sie werden es nicht für frivol halten, wenn ich Ihnen jetzt ein frohes Osterfest wünsche. Also, ja. Kommissar Bernard äußert die Befürchtung, dass, wenn der Neuschnee gefallen wäre, die Tat nicht aufgeklärt wäre. Da bin ich anderer Meinung mit 2 so tüchtigen... Zur Hälfte lag dir eigentlich sehr gut. Und ich fand auch gerade die Verdachtsgründe, die Sie anführten, die so aus der Emotion kamen, waren doch sehr überzeugend. Das stimmt eigentlich alles. Stimmt alles, bis auf den halben Täter. Ich habe ausgeschlossen, dass ein Mann, der sich so verdächtig gemacht hat, während des ganzen Films, dass der wirklich der Täter war. Denn ich hatte geglaubt, das wäre die Überraschung. Dass man, ich habe immer auf den Lehrling getippt, der 2-mal aufgetaucht ist. Einmal hat er durchs Fenster geschaut und einmal kam er in die Bar. Aber den hat man nur sekundenlang gesehen. Wie heißt er? Lehrling Roger. Gottfried Lockmann. Man denkt schon, er ist ein... Ich habe immer auf Begleiterscheinungen, auf Randerscheinungen geachtet. Aber wir haben das, Überlegung schon öfter gehabt in dieser Sendung, dass unsere Gäste gesagt haben, ja, das ist wahrscheinlich der wirklich Verdächtige nicht. Und ich habe damals das gesagt, was ich nur wiederholen kann. Ich finde, das ist ein Ausweis für eine gut gebaute Geschichte hier von den französischen Kollegen, dass sie ganz konsequent den Mann nachher entlarven, der sich entsprechend auch dafür qualifiziert, wenn man das hier mal sagen darf. Also Sabine, beim nächsten Mal wissen wir es, ne? Wenn wir nochmal eingeladen werden sollten. Vielleicht spielt da ja wieder ein Gärtner mit. Dann vielleicht. Oh, der Gärtner. Na, die Bäume hatten wir ja schon. Vielleicht haben wir dann noch den Gärtner. Andere Frage, Sabine. Haben Sie denn so ein bisschen Praxis im Ermitteln eines Täters? Ich denke an Kriminalliteratur. Ist das eine bevorzugte Literatur? Ist es eigentlich überhaupt nicht. Also es war es mal eine Zeit lang sicherlich, aber ich habe jetzt gerade durch Zufall, erst wieder vor wenigen Wochen, zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, 4 oder 5 Jahren, eine sehr schöne Kriminalgeschichte gelesen, eine sehr skurrile. Man muss also schon den britischen Humor mögen, um diese Geschichte auch sehr, sehr gern zu lesen. Also ich habe sie verschlungen und sie war wirklich von M.G. Trow. Und handelte über die Struwwelpeter-Morde und Inspektor Lestrade klärt auf. Sehr hübsch, eine sehr, sehr skurrile Geschichte. Also Agatha Christie, die ja so ein bisschen hier Modell steht im Sinne von Who's Done It, ist nicht so eine bevorzugte Autorin. Nein, eigentlich nicht. Also Kriminalliteratur habe ich eigentlich... Die so sehr verschlungen. Also vielleicht wäre es mir sonst auch leichter gefallen hier. Ja, weiß ich nicht. Oder wir haben ja auch schon Kriminalbeamten hier gehabt, die also ganz daneben lagen, ganz im Gegensatz zu euch beiden. Ja. Nein, also ich würde sagen, die Frage, die Jürgen gerade gestellt hat, ich habe natürlich wenig Kriminalgeschichten gelesen, dafür aber täglich die New York Times. Und da steht so viel drin, dass man auf die Kriminalgeschichte eigentlich oder auf die erfundenen Geschichten sehr gern verzichten kann. Ich glaube, wir haben in New York
pro Tag im Durchschnitt 4 oder 5 Morde ja, ja. Im ganzen Land. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass New York eine ungeheuer gefährliche Stadt ist. New York ist eben eine riesige ja, Stadt. Ja. Washington ist ja auch Washington sehr, sehr auch, gefährlich nicht geworden. Nicht wahr? Aber das hat eigentlich genügt, nicht wahr? Mhm. Die Geschichten, wie man so schön sagt, die das Leben schreibt. Mhm. Und da konnte ich auf Agathe Christie, die ja Mousetrap, nicht wahr? Ja. Ich glaube, ja. Aber schön, Werner, dass wir jetzt die Gelegenheit beim Schopf ergreifen konnten, um dich nun doch noch an die Kriminalgeschichte, an eine erfundene Kriminalgeschichte heranzuführen. Ich bin der Meinung, ihr habt das beide prima gemacht. Werner, das war auch zu vermuten, denn du hast ja immer die Positionen, auf die du gestellt wurdest, so perfekt ausgefüllt, dass du zu dem, was du eigentlich machen wolltest, als du anfängst beim Sender, nämlich politischer Redakteur, ja. Dazu bist du dann gar nicht mehr gekommen. Ja, das haben die meisten Zuschauer sicher längst vergessen. Ich war mal im Echo des Tages. Ich habe früher mal Hörfolgen gemacht, Sabine, ob Sie es glauben oder nicht. Atome für Millionen, das war mir nicht sehr leicht, das ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe also nicht sehr viel technisches Verständnis. Und dann kam eben die Schaubude, ne? 1957, das ist jetzt 33 Jahre beinahe her. Mhm. Und da war ich natürlich ein gezeichneter Mann für alle politischen Kollegen. Denn damals war Unterhaltung ja noch nicht so hoch im Kurs wie heute. Damals war, Unterhaltung muss wohl sein. Nicht? Und lass ihn mal. Und das macht er auch ganz gut. So. Es war ein bisschen, immer noch so es war die ein bisschen nicht, wohlwollend herablassend. Ja. Nicht wahr? Aber dass es dann nachher eine schöne Geschichte geworden ist und dass ich heute in meinem Alter immer noch auf Schritt und Tritt, sogar hier in Hamburg, von älteren Taxifahrern gefragt werde, wann machen Sie denn mal wieder die Schaubude? Ich meine, das ist eigentlich rührend, denn man müsste es längst vergessen haben. Aber es gibt Gott sei Dank, ich freue mich darüber, noch viele, viele Leute, die es eben nicht vergessen haben. Und wer wird New York vergessen haben? Och, ja, das kam ja später. Ja, ja. Aber jetzt habe ich natürlich einen großartigen Übergang zu meinen Schlussworten. Unsere Filme, Sie haben das registriert, wir haben kein Geheimnis daraus gemacht, sind ja auch schon betagt. Und trotzdem meine ich, und die Resonanz aus dem Kreis unserer Zuschauer hat uns recht gegeben, trotzdem werden Sie gerne wieder entgegengenommen, begrüßt, angesehen, wird mitgeraten. Wir verabschieden uns mit dieser Folge von Frau Christiansen, von Werner Becker, von Ihnen, meine Damen und Herren, die Sie uns so treu durch die Ermittlungsarbeit der beiden Kommissare Janot und Bernard gefolgt sind. Wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und tschüss.